Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, man hört mich und ja. So, genau. Was habe ich euch heute mitgebracht? Normalerweise gibt es bei mir hier immer so World of Tanks oder auch mal ein bisschen Star Citizen. Heute habe ich das Spiel Manor Lords mitgebracht. Das ist ein Ein-Mann-Projekt. Habe, glaube ich, von einem Jahr oder so habe ich mal davon gehört. Und ja, da mich ein Kollege ursprünglich eigentlich mal drauf gebracht, so, der hat gesagt, ey, hier, Männerlords und so. Sagt, ist schon ein Jahr her. Und ja, ein Ein-Mann-Projekt ist das. Worum geht's da? Wir können, ja, bauen uns ein Dorf auf, können uns eine Armee zusammenstellen und alles. Also an sich ist es so ein Mix aus Aufbauspiel und dann später jetzt halt so, ja, wird ja eine verglichen mit Total War. Die Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, jetzt so ein bisschen in Mountain Blade 2 vielleicht so. Mountain Blade 2, Banner Lords. Bin ich ja, hab ich auch schon gespielt. Also kommt jetzt im Oktober, 25. Oktober, wird's released. Mit Mountain Blade. Und da habt ihr jetzt auch schon in der Early Access vorher immer gespielt. Und genau, denke ich, dass das vom Kampfstil vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen wird. Ja. Mal gucken, wir haben jetzt hier erstmal Manor Lords als Aufbauspiel am Anfang. Ist eine Testversion, wir können hier nicht speichern, also jedes Mal haben wir ein neues Spiel. Ist aber, ja, wie gesagt, eine kostenlose Demo auf Steam. Ja, kann man mal reingucken. Und ja, Musik hatte ich jetzt erstmal ausgemacht. Hier läuft eigentlich wunderschöne Dudelmusik. Die habe ich jetzt erstmal ausgemacht, aus rechtlichen Gründen. Und starte hier einfach mal. Ein neues Spiel. Ja, dann können wir uns erstmal einen Charakter auswählen. Nehmen wir den hier. Wir sind Sir Bob. Und dann kann man sich hier so ein Startwappen aussuchen. Da nehmen wir mal. Blau sieht schön aus. Ja, wunderschön. Dann können wir uns hier so den Hintergrund aussuchen, sowas. Oh, das sieht jetzt nice aus, denke ich. Und dann gucken wir mal, haben wir auch einen Bären. Irgendwo. Hier ist ein Bär. Oder ja, das ist ein Bär. Der kriegt auch noch weiß. Ja, schön, aber. Der kriegt auch noch eine andere schöne Farbe. Ah, ja, oh, das sieht gut aus, oder? Kann man dazu machen? Oder so? Ah ja, ist auch ja. Hey Phil, willkommen. Ja, musst du nicht arbeiten? Genau, so, dann haben wir jetzt unser Wappen erstellt, haben unseren Typen erstellt und ja, starten einfach mal. Hab jetzt hier alles auf Standard und balanciert. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Also, ich habe gestern schon mal kurz rein geguckt. Schon mal ein schönes Startbild hier, um mal kurz in die Spielmechanik ein bisschen reinzukommen. Und genau, hier ist, sag mal, unser Startlager. Haben hier, sag mal, unser Gebiet. Das hier ist unser, das rot eingekreiste. Mit WASD bewegen wir uns. Genau, hier können wir unsere Siedlung aufbauen, unser Dorf. Wir haben hier, was haben wir hier? Iron, also Eisen. Hier haben wir wilde Tiere, wilde Tiere. Ja, dann werden wir wahrscheinlich mal. Genau. Hier haben wir unser Startgebiet. Wald und Tiere ist erstmal das Wichtigste zum Starten, um erstmal für Holz und Essen zu sorgen. Unser Dorf nehmen wir nochmal um. Das ist natürlich Berlin. So. Ja, hier gibt es dann wahrscheinlich noch irgendwelche Perks. Die war gestern die 100er-Marke geknackt. Echt, hast du noch geschafft? Glückwunsch, Phil, Glückwunsch. Ja, wir sind doch mit 97 raus eigentlich, oder? Oder hast du im Nachhinein noch ein paar Follower bekommen? Genau, was ich sagen wollte, hier sind wahrscheinlich noch ein paar Perks, die wir mit den verschiedenen Stufen dann ausbauen können. Irgendwelche Verbesserungen oder so, oder Freischaltung. Ist jetzt aber in der Demo-Version noch nicht verfügbar. 23,59 kam der letzte rein. Naja, dann Glückwunsch dazu, Phil. Glückwunsch, Glückwunsch. Oh, Stein haben wir auch. Ja, Stein, sehr gut. Genau, gut. Dann. Und wir haben mehrere. Ja, wir da rausrollen. Mehrere Regionen ringsrum.
Die halt auch verschiedene, die haben hier zum Beispiel noch Beeren, die haben, oh, Honigbienen. Achso, das ist eine Handelsroute. So was haben wir zum Beispiel nicht. Also hier am Kartenrand sind die Handelsrouten. Ich weiß ja nicht, warum das hier keine ist, aber okay. Genau, aber sag mal, das Wichtigste für den Start haben wir erstmal. Und siehst du, über den Bildschirm können wir ups, auch unsere Handelsbilanz einstellen. Aber als allererstes sorgen wir mal dafür, dass wir Holz haben. Ohne Holz können wir nicht bauen. Das heißt, Holzfällerlager. Ich überlege gerade mal hier. Jetzt Tiere, hier gibt es Tiere. Dann setzen wir unser Holzfällerlager am besten mal irgendwie hier so rüber. Dann machen wir hier nämlich so den Arbeitsbereich. Und hier, wo sind Steine? Ne, mal abreißen. Dann machen wir hier den Wohnbereich und hier den Arbeitsbereich. Und hier nur Steine sind und so. Und hier ist Stahl. Dann können wir das hier nochmal. Genau, okay. So machen wir das dann. So, hier haben wir dann erstmal die ersten Aufgaben. Genau, ja, arbeite mal. Mach mal was für dein Geld. Genau, hier haben wir dann Aufgaben. Wir müssen erstmal eine Granary erstellen. Logging Camp, Hunting Camp und ein Storehouse. Dafür haben wir 365 Tage Zeit. Und genau, so Auftrag angenommen. So, dann machen wir das folgendermaßen. Hier haben wir Wild. Dann machen wir unser Jagdhaus und unsere Holzhütte erstmal hier hin. Hier unten sehen wir dann noch immer, wie viele Bäume wir dafür fällen müssen. Wir können uns auch hier so einen kleinen Weg reinlegen. Das war denn das an den Weg. Die können wir auch, sag mal, so zack, Schlängelinie machen. Können wir mal Stück für Stück. Aber so weit wollen wir nicht. Wir wollen jetzt erstmal einfach hier so einen kleinen Weg rein machen. Zack. Und da bauen wir dann Holzfällerlager ran. Man kann das doch einfach frei wild platzieren. Mit Festhalten kann man es dann drehen. Also linke Maustaste halten. Und genau, man kann es an sich anscheinend von jeder Seite angehen, überall wo so ein Punkt ist, kann man es dann angehen. So. Genau, ihr holt mal Holz. Und nebenbei noch ein kleines Jagdrevier, Camp, Hunting Camp. Und dann würden unsere Jungs hier losmarschieren. Wir haben hier, wie gesagt, unser Startpunkt. Hier haben wir ein bisschen Holz liegen. Hier oben haben wir die Anzeige, 6 Holz. Dann haben wir hier unseren Zuchtbullen, unseren Ochsen. Und genau, 5 Leute haben wir gerade am Start. 5 Arbeiter, die sind noch frei. Wenn hier, hier vorne sind die, die frei sind. Hier sind die, die verschiedenen Aufgabenbereichen zugeteilt sind. Und genau, haben wir hier so einen kleinen Startbereich. Hier haben wir noch Nahrungsmittel, Feuerholz. Das sehen wir. Hier ist Nahrungsmittel, hier ist Feuerholz. Und hier haben wir mal die Anzeige, wie weit wir damit kommen. 4 Monate kommen wir mit dem Essen und 20 Monate derzeit mit dem Feuerholz. Und genau, hier oben ist mal halt die Anzeige für das, was am schnellsten aussieht. Also 4 Monate Essen, das heißt, wir müssen für Essen sorgen. Machen wir mit unserem Hunting Camp. Time to find a good tree and soft ground. Wenn wir die mittlere Maustaste gedrückt halten, können wir drehen. Und ja, das sieht einfach wunderschön aus hier, die Gegend. Also das ist wirklich hier so die Bäume, Landschaft, alles echt schön. So, na, dann gucken wir mal, wie sie hier bauen. Bringt der Bulle hier auch Holz? Nö, noch nicht. So ein bisschen rumgekloppt. Können wir ein klein bisschen vorspulen. So. Jagdlager. Man sieht ja noch die Leute, die daran beschäftigt sind. So, und jetzt können wir hier maximal 2 Leute zuteilen. Und das Jagdlimit können wir hier auch einstellen. So. Ich denke mal, dass das heißen wird, dass er Jagdlimit 20. Dass spätestens bei 20 Tieren aufhört wird zu jagen. Nicht, dass wir das hier ausräuchern oder das weg ist.
Und hier können wir denn den Arbeitsbereich sogar noch festlegen. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir ja hier, dass da das Lager ist und deswegen. So. Und hier jetzt nicht los, weil wir hier in. Oh, da kommt der Bulle. Der Ochse. Und da holt er hier mit dem Ochsen das Holz. Heaven shine down and grow the land. Und dann bringen sie es hier zum Arbeitsbereich. Da kommen sie. Und dann können wir schon mal parallel dazu, damit uns das Holz hier nicht irgendwann aussieht, Forester hat, eine Försterhütte mit hinbauen. Damit wir hier weiterhin frisches Holz haben. Und auch da können wir dann, also hier können wir auch dann festlegen, wo sie das Holz abbauen sollen. Holz hacken sollen. Und hiermit können wir dann festlegen, wo das natürlich wieder aufgeforstet werden soll. Dann kommen hier so eine Handelskarren, kommen hier zwischendurch immer lang. Da muss ich nochmal gucken, wie man die vielleicht abfangen kann oder so. So weit hatte ich jetzt noch nicht drin geguckt. Aber wir müssen ja hier auch irgendwie dann Geld generieren. Wahrscheinlich dann über diese Handelswegelchen müssen wir dann wahrscheinlich unsere Waren verkaufen, die wir nicht benötigen. So, gucken wir mal. Ja, das sieht echt schön aus hier. Also die Hütte hier auch Stück für Stück so aufbauen. Kleines Lagerfeuer hier. So, ist das Holzfäller Lager auch fertig. Dann schicken wir hier mal einen Holzfäller mit drin. Und als Arbeitsbereich legen wir mal hier den Bereich erstmal fest. Und dann können jeder anfangen Holz zu hacken. Jetzt sehen wir nämlich, wir haben zwei Arbeiter. Einer ist am Jagen, einer ist hier in der Holzfällerhütte. Und drei haben wir noch frei für Konstruktion, Reparatur. Und ja, genau. So. Dann den Förster. So, jetzt kommen wir schon 5 Monate. Dadurch, dass wir schon ein bisschen Fleisch haben, schauen wir jetzt schon 5 Monate. Als nächstes werden wir mal. So einen kleinen Weg gegenüber reinbauen. Und da bauen wir mal hier unseren Feuerholzboy hin, der aus dem Holz dann Feuerholz macht. Wir können das Holz so lassen. Das brauchen wir zum Bauen, das normale Holz und das Feuerholz, wie gesagt, dann, um über den Winter zu kommen. So, und wenn wir das dann fertig haben, können wir dann hier anfangen, Hütten zu bauen. Wie gesagt, hier würde ich mal den Wohnbereich dann so hinmachen und hier so den Arbeitsbereich. Dachte ich mir jetzt so. So, die Försterhütte, die ist auch fertig. Schicken wir gleich in drin. Und du kannst am besten gleich da aufforsten, wo abgeholzt wird. So, ja. Ah. So, das, was Granary brauchen wir denn noch? Und ein Lagerhaus. Aber ich würde trotzdem als erstes mal Häuser für die Familien bauen. Da haben wir hier unten, das sind jetzt hier die, naja, die Arbeitsbereiche hier. Dann haben wir hier Bergbau, Lagerhäuser, da haben wir dann auch die Granary. Da wird dann das Essen gelagert. Hier haben wir ein Storehouse, wo die anderen Sachen gelagert werden. Und Hitching Post ist das Ding hier vom Ochsen.
Aber wir gucken mal, eine Hütte wollen wir bauen. Und da brauchen wir 2 Holz. Für 5 Hütten brauchen wir 10 Holz. Also sammeln wir jetzt hier mal 10 Holz. Kann ich hier noch einer mit reinziehen. We need more men at the camp. Denn hier wird ein bisschen schneller. So, ist ja mit dem Essen kommen wir jetzt schon 7 Monate, das ist schon sehr gut. Mit dem Feuerholz 19 Monate. Mal gucken, wie sich das ändert, wenn wir hier denn unsere Hütten bauen. So, 31 Wildtiere sind da noch. Wenn das ein bisschen ausgeschlachtet ist, will ich einfach noch so eine Hütte irgendwo hier hinbauen, dann kann man da die Wildtiere noch abarbeiten. Damit wir die hier nicht komplett runterwirtschaften und ausrotten. So, ich spiele jetzt hier gerade auf vierfache Geschwindigkeit. Denke ich, ist eine angenehme Geschwindigkeit, um ein bisschen voranzukommen hier. Aber trotzdem das meiste mitzukriegen. So, und hier. Oh, hier wird hart gewerkt. Ah, hier ist er. Ah, hier wird fleißig gewerkelt, sehr schön. Für eure Hütten. Ihr macht das alles für eure Häuser. Damit ihr ein Dach über dem Kopf habt. Ja, wie gesagt, so finde ich, haben sie das echt schön gemacht hier. Also er, das ist ja nur, wie gesagt, ein Mann, der das hier ganz alleine macht irgendwie. Ja. Wirklich sehr nice. Sehr schön. Genau, was haben wir denn noch für Sachen? So, dann können wir hier, Felder können wir dann noch anbauen und abernten und Windmühle und Brot backen und so. Denn können wir hier noch das Eisen, oh wart. Hier hinten ist Eisen. Können wir abbauen, daraus können wir dann Werkzeug herstellen, was wir dann später noch brauchen. Wir können hier Leder herstellen aus den Pelzen. Hier sehen wir, das sind Pelze. Und wir müssen, glaube ich, wirklich langsam ein Lager bauen. Weil sich das da gerade füllt. Dann bauen wir mal doch erstmal schnell ein Lager. Braucht 2 Holz. Ja, machen wir hier hin. Und Granary, um das Essen zu lagern, kommt hier hin. So. Können wir den Förster auch erstmal abziehen, dann soll er hier beim Bauen erstmal helfen. Genauso wie der Jäger. Haben wir erstmal gerade ein bisschen was zu essen. Und ihr holt weiter Holz, damit wir als nächstes denn die Wohnhäuser bauen können. Ja, wir bauen ja schon Storage und Granary. Genau, weil wenn die sonst hier voll sind, dann geht das verloren. Sagen sie, durch Witterung und sowas geht das dann kaputt und verloren. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen bauen wir uns hier Lager. So, den Ochsenstall, den können wir da bestimmt verschieben, oder? Ja. Weil den brauchen wir nicht da hinten, den brauchen wir hier. So. Muss ja nicht immer. So, ein paar Restreserven sind ja hier noch, aber die können sie sich dann holen, wenn sie noch Häuser sind. So. Nee, also wie gesagt, das hat der eine Typ, der das hier gebastelt hat, hat da echt Herzblut drin gesteckt. Das ist wirklich wunderschön, muss ich sagen. Und auch so, ja, grafisch finde ich so realitätsnah, nicht irgendwie so bunt, quiekelig oder sonst was. Einfach kleinert, feinert, schönert, Aufbau und dann auch Strategiespiel. Weil hier sehen wir, hier haben wir Army, Military Recruitment. Ist jetzt ausgegraut, können wir jetzt dann noch nicht mit anfangen, aber der Handelswagen, der fährt hier durch. So, und dann können wir Leute für das Let's go, people. Lagerhaus auch einteilen. Da sieht man, man braucht denn. Ja. Im Laufe der Zeit braucht man denn echt viele Leute, um natürlich auch alle zu bewirtschaften. Also brauchst du einen, der für das Lagerhaus zuständig ist. Und man muss sie auch dann immer so ein bisschen hin und her managen. Also kann. Vielleicht ist es später, dass man die drin lassen kann, aber anfangs hatte ich das gestern, dass man hier so ein bisschen hin und her ziehen muss. Erst macht er das, dann macht er das, weil sonst verschenkte Ressourcen sind an Leuten. Oh, im Regen hier, aber die bauen fleißig weiter. Lassen sich davon nicht abbringen. Wo ist unser Ochse?
Da ist unser Ochse. So, noch zwei Holz und dann können wir unsere fünf Hütten bauen. Oh, und es regnet und regnet. Er holt jetzt hier mit dem Ochsen Holz aus dem Wald. Oh, gut. Cool. So, ein Holz noch und dann bauen wir hier mal unsere Hütten. So, 10 Holz haben wir. So, genau, dann kann man, wie hier angezeigt wird, die Bereiche flexibel festlegen. Und wir werden die mal ein bisschen gucken. Reicht das für 5 Häuser? Koffer. Ne, gerade mal für 3. Und wenn die Bereiche dahinter, dieses Sternchen, reinkommen, dann können die ihren Hinterhof noch benutzen. So haben wir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Gut. Machen wir das. Festlegen. Bauen. Genau, dann können die ihren Hof noch nutzen zum Anbauen von Karotten oder Viehzeug oder so und bringt dann auch noch mal ein bisschen was an Nahrung ein. Wir sind nach wie vor 2 drin, sehr schön. Im Lagerhaus brauchen wir. Obwohl, der kann die Felle hier noch abholen. Die müsst ihr hier auch speichern, die Felle. Oder lagern. So, und wenn dann die 5 Hütten da sind, dann müssten sie das hier, denke ich, mal abreißen, oder? Ihre Zelte. Jetzt haben wir Mai. Sehr schön. Dann haben sie ihre Häuser, bevor der Winter kommt. So, gucken wir mal, wie sie hier. Granary, das Warenlager, ne, das Essenslager. Aufbauen. Obwohl Mai ist, wirkt das Wetter irgendwie ein bisschen ungemütlich. So feucht, ein bisschen kalt sieht's aus. So, was ist mit unserem Arbeitslagerarbeiter hier? Kannst mal die Felle abholen, bevor die das schlecht werden. Genau, hier haben wir 9 Felle liegen da rum. Und 27 Fleisch. So, das ist auch fertig. Dann setzen wir hier noch innen drin, dass der Fleisch abholt, bevor da weggammelt. So, und dann müssen wir eine Well und Burgage Plots 5 Stück bauen. Burgage Plots sind, glaube ich, die Häuser, ja. Genau. Und Well, ein Brunnen. Ja, wichtig, ein Brunnen. Müssen wir trinken, die guten Leute hier. Da können wir hier Underground Water uns anzeigen lassen. Da sehen wir dann, wo sinnvoll ist, einen Brunnen zu platzieren. So, jetzt brauchen wir erstmal Holz. Müssen wir erstmal auf ein Holz warten. Sollte schnell gehen, wenn wir 2 Holzarbeiter. So, was ist mit ihm hier? Wieso holt er die Felle nicht ab? Ja, ach so, die holen jetzt erstmal noch die Sachen, die hier hinten rumliegen. Die Feuerholz und die Brote lagern die da erstmal ein. Ach so. Ah gut, na dadurch, dass wir den hier abgezogen haben, lagert er auch. Wird es erstmal nicht mehr. Wir
Gut. Dann gucken wir uns mal die Hütten hier an. Projekt Eigenheim. Haben wir immer noch kein Holz? Was mit unseren Holzarbeitern? Was macht hier den ganzen Tag? Zum Feuerholz wird es nicht abtransportiert. Also sind jetzt hier wahrscheinlich alle am Häuser bauen. Und deswegen schwer beschäftigt. Der Ochse schleppt die Materialien hin, sehr schön. Und die erste Hütte ist gleich fertig. Und da regnet es schon wieder. So, und dann haben wir hier, wenn wir auf das Haus gehen, haben wir hier den hinteren Bereich. Da können wir denn den Hammer haben wir. Können wir damit dann Karotten anbauen. Später kann es ja noch für Geld, kann man dann noch Tiere und die Ziegen und Hühner halten, das ist auch dann für Milch und Eier. Und somit wird alle denn versorgt. So, Holz haben wir. Dann bauen wir mal noch einen Brunnen. Brunnen. So, genau. Einmal draufhalten, drehen. Und dann platzieren wir den hier. Und noch eine Straße dahin. Damit die guten Leute sich denn hier ihr Wasser holen können. So, und da müssten sie ja. Haben sie jetzt hier fast alles weg. Ein bisschen Feuerholz liegt noch, aber kriegt er auch noch weg. So, dann können wir den hier erstmal wieder abziehen. Das Essen ist erstmal eingelagert. Und dann kann er eigentlich hier weiter Essen holen. Damit das Essen auch reicht. Damit wir über den Winter kommen hier. So, drei Hütten sind schon fertig. Zufriedenheit 24%. Naja, könnte besser sein. Aber das wird noch, das wird noch. So. Vier Hütten sind fertig. Und wenn die fünfte Hütte gleich fertig ist, mal gespannt, ob sie denn ihr Zeltlager hier abreißen. Jörg, Hans. Wer bist du? Linhard. Jörg. Heinz mit TZ. So, genau, jetzt haben sie das hier alles weggeschleppt, was wir hier an Ursprungsressourcen hatten, und somit ist der Bereich dann auch frei. So, Hütte. Letzten Bretter hier ran. Und da ist die Hütte fertig. Sehr schön, sehr schön. New Development Point, Berlin. Jetzt sind wir ein kleines Dorf. Small Village. Sehr schön. So, dann haben wir hier kleine Hütten. Sehen noch alle ein bisschen unterschiedlich aus, oder? Ah, die und die ist gleich. Okay, naja. Aber immerhin schon mal drei verschiedene Modelle. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die Hintergärten haben wir noch, wo wir halt auch hier jetzt Karotten anbauen. Und wenn wir dann später noch Hämmer und so produziert haben, dann können wir die anderen Hinterhöfe hier auch bearbeiten. So, jetzt brauchen sie noch Wasser. Wird ja jetzt hier produziert, unser Brunnen. Die kleinen fleißigen Bienchen. So, und dann haben wir noch einen über. So, was, Holzfäller haben wir zwei. Wir haben zwei Holz, also können die weiter Holz hacken. Wir sind nur zwei. Ihr seid voll unproduktiv. So, er nimmt hier die Viecher aus, häutet die. Sehr schön, sehr schön. Fleißig, fleißig, guter Mann. So.
Was müssen wir machen? Wir müssen Burgage Plot Level 2, also die Unterkünfte, die Häuser müssen wir upgraden auf Level 2. Ein Food Stall, Stall, Firewood Stall und Clothing Stall. Ach, das sind, glaube ich, diese Sachen, die wir dann auf dem Marktplatz brauchen. Da müssten wir dann, glaube ich, hier so einen Marktplatz bauen. Und auf diesem Marktplatz haben wir dann so kleine Stände, die wir da aufbauen müssen. So, aber erstmal überlege ich, ob wir denn, können wir hier hinten noch eine kleine, ja, eine kleine Straße ziehen, einen kleinen Weg, würde ich sagen. Also bis hier und kann man auch gerade runterziehen, ja. So, immer hier rum, dann kann man hier hinten noch Häuser bauen. Und ja, so, eine Arbeitskraft haben wir über. So. We need more workers here. Bäume pflanzen, denke ich, ist immer sinnvoll. Oder habt ihr einfach euren Bereich jetzt hier abgearbeitet? Könntet auch hier rüber verlegen, dann holt er hier Holz, da ist noch ein bisschen mehr. Dann soll er da erstmal aufforsten. So, hier schön aufforsten, neue Bäume pflanzen. So, wir haben. Hier ist keiner drin, aber ein bisschen was an Essen haben wir da drin. Der hier hat alles eingesammelt, dann können wir den hier wieder abziehen, würde ich sagen. Und der kann dann. Jäger haben wir. Den haben wir. Der kann schon mal ein bisschen Feuerholz machen. Let's go, people. Schon mal langsam auf den Winter vorbereiten. Ja, da haben wir noch ein bisschen Holz und dann können wir eigentlich hinten nochmal zwei Hütten bauen. Und dann neue Leute dazu kriegen. So, wir haben jetzt hier. Ja, in den Häusern vermehren sie sich. Haben die fünf Leute schon zwei Kinder erzeugt. Sehr gut. Fleißig, fleißig. Und die Zufriedenheit geht auch hoch. 29%. Tendenz steigend, sagt der Daumen. Der Brunnen ist da, alle versorgt, alle toll. Keiner hat hier irgendwelche Sorgen. Ach, so ist das doch schön. So ist das doch schön. Aber wir sind ja auch gerade mitten im Sommer. Mal gucken, wie es im Winter denn aussieht. Jetzt sieht es auch schöner aus hier als im Mai. Da war es ja noch recht verregnet, April, Mai. Und ja, wirklich wunderschönes Spiel. Hier haben sie wirklich. Oder der Ena hat da wirklich schön zusammengebaut hier. Bin ich gespannt. Also, wie gesagt, ist derzeit bei Steam kostenlos als Demo erhältlich. Man kann leider nicht abspeichern. Aber ja, finde ich, ist auch verständlich. Also ist ja zum Antesten, zum Ringucken, wie fällt einem das Spiel, ist das was für einen. Und ich muss auch sagen, komischerweise, obwohl ich schon ähnliche Spiele gespielt habe, hat er mir bei Steam gesagt, naja, du hast ja kein Spiel irgendwie, was dem ähnlich ist, was du gespielt hast. Also, weiß ich nicht, hat Steam da irgendwie noch nicht so richtig die Zusammenhänge gefunden. Spulen wir noch ein bisschen vor hier, so unsere Nahrung und Feuerholz sammeln. Um uns schon mal langsam auf den Winter vorzubereiten. Genau, Medieval Dynasty hatte gespielt, das war aus der Ego-Perspektive, aber baust ja auch dein Dorf auf. Und dann gab es auch noch, oh, wie hieß denn, das habe ich schon vergessen, auch so ein Aufbauspiel, Dorfaufbauspiel, was sehr schwer war eigentlich. Da habe ich auch gespielt und ja, eigentlich mehrere Aufbauspiele und auch Mountain Blade Bannerlords. Wird ja dann vom Kampfaspekt her ähnlich sein, schätze ich mal. Ja. Also, denke ich, habe da schon einige Spiele gespielt, die hier ähnlich sind oder verwandt sind. Und ja, deswegen verstehe ich nicht, warum Steam da nicht sagt, hey, hier. Oh, wieso kommen wir jetzt ja nur 2 Monate weit? Essen reicht nur für 2 Monate. Was ist los hier mit dem Fleisch? Da sind 11. Hier 31, 42 Nahrung haben wir. Ist ihm zu wenig oder was? Seid ihr so verfressen? Aber mal gucken, vielleicht schafft er hier noch was mit seiner Möhrenernte oder sie. Die gute Magdalena. Die pflanzt hier Möhren an. Die kommen dann auch mit in den Essenspot hier in die Granary, um die alle zu versorgen. Aber einen Jäger haben wir ja. Wie viele Tiere haben wir noch? 36, sehr gut.
Population bleibt erhalten. Vielleicht essen die im Sommer einfach mehr. Spulen mal ein bisschen vor. Holz wird rausgeholt. Genau, wir können dann noch mal zwei Häuser bauen. Wir haben ja gerade hier noch Holz. Dann kriegen wir hier noch mal zusätzliche Bürger. Reicht das so? Ja, sehr schön. Aber zusätzliche Bürger haben dann auch zusätzlich Hunger, oder? So, haben wir jetzt ihn eigentlich, der da baut? Wenn wir die alle hier. Anscheinend schon. Also der Ochse schleppt Holz hin. Das ist schon mal gut. So, Feuerholz wird mehr. Sehr gut. Essen wird auch mehr. Den können wir erstmal abziehen hier vom Feuerholz. Dann packen wir lieber nochmal ihn. Aha. Ins Lager, der die Felle abholt hier. Bevor das da gleich voll ist. Wenn er die abgeholt hat, lassen wir den die Nahrungsmittel noch holen. Obwohl, hier zieht bestimmt gleich einer ein, oder? Wenn die fertig sind. Oder auch noch nicht. Oh, 15 Leute haben wir schon. Fünf Erwachsene und oh, jede Familie hat jetzt hier schon ein Kind gezeugt. Sehr gut. Sehr gut. So, gut. Da haben wir zusätzliche Arbeitskraft. Die schicken wir hier erstmal in die Granary. Der kann dann hier das Fleisch abholen, bevor das hier schlecht wird. So, er hat die Felle abgeholt. Kann als nächstes noch das Holz abholen. Hier werden unsere Möhrchen weiter angepflanzt, obwohl es hier nicht nach Möhrchen aussieht. Ey, du machst hier ja nicht das. Okay, Vegetables. Okay, dachte nur Möhrchen, Vegetables, okay. Also allgemein Gemüsegarten, sehr schön. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, noch einen über, sehr schön. Wo stecken wir den denn drin? Oh, hier. Die Holzfäller, die sind hier wirklich fleißig. Die sind ja ordentlich fleißig am Abholzen. Können wir vielleicht auch schon mal in. Oder? Ach nee, komm, behalten wir. Was können wir denn noch machen? Ja, erstmal vielleicht über den ersten Winter kommen. Und hier hinten können wir denn noch Iron abbauen. Können ja schon mal Weg nach hinten ziehen. Kostet ja nichts. Das Gute ist hier so ein Trampelpfad. Die können wir hier ziehen. Die kosten uns gar nichts. Oder können wir hier, was kosten uns eigentlich? Ja, warte mal, hier. Ein Holz. Naja, das ist ja nischt. Das ist ja nischt. Oh, dann können Sie hier nämlich Eisen abbauen. Wieso machst du denn nicht? Ran. Ist jetzt hier ein ausgebauter Trampelpfad oder nicht? Sieht so aus, oder? Jetzt kommen wir schon wieder nur 2 Monate weit wegen dem Essen, aber wir kriegen immer mehr Essen. Wir kommen nur 2 Monate? Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. So, und was können wir noch machen? Wir können eigentlich. Und den Marktplatz können wir aufbauen. Einen Marktplatz. Village Life? Ja. Das kostet uns so erstmal nichts. Und da können wir dann so die einzelnen Stände aufbauen. Oh, hier Nahrungsmittel, Feuerholz und Kleidung. Dann können die Leute sich denn da bedienen? Vielleicht hätte denn hoch. Wer an sich haben wir eigentlich noch?
Zeit. Jetzt haben wir schon September. Laut Feuerholz. Oh, 3 Monate Feuerholz. Na, dann müssen wir doch hier gleich nochmal einen drin schicken, der ein bisschen Feuerholz produziert. Weil mit dem Werkzeug können wir dann die anderen, was wir aus dem Eisen hier produzieren, können wir ja dann die anderen auch fertig sichern. Dann können die hier nicht auch Karottenfelder anbauen. Weil wir dafür Werkzeug brauchen. Und für die brauchen wir Geld. Für Hühner und Schafe und Ziegen und so. So, das haben wir. Iron Deposit ist gebaut. Dann baut ihr da die Stände noch auf. Und dann brauchen wir natürlich noch Verarbeitung. Er macht aus Holz. Wollen wir das hier dicht dran? Oder er hier? Können wir hier machen, wa? Mal hier unsere komplette Produktionsstätte. So, und den dahin. Dann ist das gegenüber nah beieinander. Und die müssen kriegen das Holz direkt von hier und das Eisen von hier hinten. So, gut. Dann weiter geht's. 2 Monate ist ein bisschen mau. Aber wir haben noch 38 Feuerholz. Das wird aber erstmal ein bisschen reichen. Naja, aber wir produzieren ja nebenbei immer weiter. Storage Limit reached. Storehouse. Weiß nicht, was da irgendwie. Storage Limit reached. Aber wir haben noch eigentlich ja nicht alles voll. Hunting Camp ist nicht voll. Hier sehen wir auch, liegt nur in Holzbalken. Keine Ahnung, was die haben. Ansonsten haben wir noch irgendeine Produktion hier. Nee. Ah, gucken wir mal weiter. Naja, siehst du, da ist die Meldung schon wieder weg, oder? Ja. Also, wir haben jetzt noch einen Holzfäller. Zwei Arbeitskräfte sind noch frei. Die können wir hier, bauen sie die Stände auf. Dann können wir die ja nicht die Stände verwalten lassen. Vielleicht bessert sich das denn hier. Obwohl, Feuerholz haben wir gesagt, wird wenig, wa? Dann schicken wir hier noch einen drin. Wir brauchen immer mehr Arbeiter. Immer mehr Arbeiter. Pantry Limit reached. Also hier definitiv nicht. Da ist ordentlich Platz. Und hier ist auch ordentlich Platz. Also, wir sehen nicht, was ihr habt. Ach so, da, der ist voll. Da müssen die Leute sich das hier mal wegnehmen. Oder wir stellen hier einen drin, der das verarbeitet. Dann liefert der das da hin. Dann ziehen wir den hier ab. Dann liefert der da nicht noch mehr hin. Machen wir dem so. Gut, kommen wir weiter. Hier ist einer drin, der holt weiter Tiere. Wir haben noch 22 Tiere. Oh, vielleicht sollten wir schon mal den nächsten hier langsam mal in. Oh, der ist ja so weit weg. Der ist ja so weit weg. Und alle hungrig hier, alle hungrig. Nahrung haben wir aber 62. Damit kommen wir wenigstens. Naja, 3 Monate. okay. So, immerhin holen die sich ihr Essen hier ab. Und Zufriedenheit 48%. Naja, siehst du, zufriedene Bürger durch den Winter bringen. Das ist ja die Hauptsache. Dann können wir mal noch ihn hier drin stecken. Das ist schon mal jetzt hier über den Winter ein bisschen was an Werkzeugen produzieren, dass sie im nächsten Frühjahr anfangen können, ihre Hinterhöfe hier zu bewirtschaften. So, und das Holzfällerlager ist auch schon wieder abgeackert. Dann kannst du jetzt hier wieder Holz fällen und ihr oder du kannst hier wieder aufforsten. Ja, mittlere Maustaste hier drückt, da kann man hier immer so denn die Ansicht verändern. Also so, 2 Monate ist aber ein bisschen
Knapp hier. Da haben wir einen drin, der produziert Feuerholz. Unser Brunnen hier wird fleißig genutzt. Sehr gut. Sagen wir hier, haben wir noch Ne, wir haben ja keinen über. Wir haben ja keinen über. Aber die Möhren, die kommen da bestimmt auch gleich noch in vom Winter, oder? Das ist aber jetzt schlimm mit Reached. Wahrscheinlich hier wieder hin, auf Firewood Style, also Feuerholz. Aber Klamotten bringt ja keiner hin, ne? So, haben wir hier. Dann können wir den hier erstmal abziehen. Aus dem Storehouse. Schicken wir den hier hin. Let's go, people. Dann soll der hier das Feuerholz an den Mann bringen. So. Er arbeitet hier, seid fleißig, fleißig, weiter so. Wir brauchen Eisen. Und hier Influencer hier sind wir. 125 TikTok-Follower oder so. Oder Insta oder was auch immer. Nee, Einfluss heißt natürlich Einfluss. So, was machen hier deine Möhren und so eigentlich? Wann erntest du die? Wir haben schon November. Da friert doch bald alles. 41 Essen. Ja, wir sind hier mal mit 2 Monate. Essen immerhin auf 3 Monate. Holz auf 2 Monate. Oh ja, Holz wird hier immer weniger. Dann müssen wir hier Let's go, nochmal einen drin people. stecken. Wo ziehen wir den ab? Hier am Marktstand. Jetzt ist kein Markt, es ist kein Donnerstag. Donnerstags ist immer Markt. So. Dann geht der Dame drin, macht Feuerholz und der holt Holz mit drin. Obwohl, das passt eigentlich. 7 Holz. Macht hier, Eisen haben wir auch schon. Sehr gut, 8 Eisen. Dann machst du Blumery. Schmiede. Na, erst die Blumery, dann die Schmiede, wa? Genau. Also, Let's den go, geht einer people. darin. Das war hier denn. So, was ist jetzt hier eigentlich mit deinem Gemüse? Stellen Sie mal deine Gemüse hier zur Verfügung. Sieht doch schon richtig gut aus. Hier die Kohlköpfe und was ist das hier? Keine Ahnung. Und das weiß ich auch nicht. Aber das sind Möhren. Möhren erkenne ich, obwohl die schon fast von der Farbe her ein bisschen wie Rüben aussehen. Und das hier sind Kohlköpfe. Wird Zeit, dass du dir der Gemeinschaft mal zur Verfügung stellst. Ja, 50% Zufriedenheit, na, das ist doch was. Würde auch eigentlich ganz gerne noch 2, 3 Hütten bauen. Holz haben wir ja noch, aber ich weiß nicht, ob unser Essen und besonders unser Feuerholz dann reicht. Obwohl, bei 2 Hütten könnten wir noch einen abstellen, der mit Holz hackt und einen, der noch mit Feuerholz macht. Oder? Ja, also machen wir das da. Dann bauen wir ja noch 2 Hütten. Aber nicht so schnell. Hier. Zack, zack, zack. Reicht das für 2 bestimmt, oder? Von der Breite her? Ne, okay. Und ticken weiter. Sehr schön. So, wie viel hast du schon abgebaut hier? 11. 11, das reicht eigentlich erstmal. Für den Anfang. Den ich hier mit drin und Come on, people. Get to work. produziere damit. So, Feuerholz geht langsam hoch, sehr gut. 20. 20, 19. Ah, das Feuerholz müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Mit dem Essen, das klappt hier gerade auch noch. 18 Tiere. Wird dann auch ein bisschen knapp langsam. 20, gut, das reguliert sich hier gerade. Nicht, dass wir hier alle Tiere. 20 ist das Limit, haben wir gesagt, aber er geht hier schon, ja, schon auf 18 runter. Ja, mal gucken. So. Ihr baut da neue Hütten. Ja, dann werden die anscheinend doch von anderen Stellen vielleicht abgezogen dafür bauen, oder? Weil wir haben eigentlich ja keinen, der für Bauen zuständig ist. Na, mal gucken.
Aber so langsam entwickelt sich hier schon was. Und der Winter, der kommt auch langsam. November. Sieht doch langsam schon echt ungemütlich aus. So, die Hütte ist fertig. Die nächste wirklich fertig. Oh, Dezember, da fängt es an zu schneien. Und sie hat immer noch nicht ihr Gemüse geerntet. Na, wenn das mal jetzt nicht einfriert. So, eine Arbeitskraft haben wir wieder über. Feuerholz geht hoch auf 28. Nahrung halten wir uns auch so bei 59, 60. Und die Tiere sind auf 22. Sehr schön. Wirtschaftskreislauf funktioniert. Die Ökonomie bleibt erhalten. So. Hier ist einer, der holt Holz. Können wir fast schon noch einen zweiten drin stecken, wa? Obwohl du das Essen an den Mann bringen kannst, glaube ich. Müsst ja hier. Genau, da liegen schon 20 rum. Stecken wir den erstmal ins Futterlager. Er bringt hier die Waren nach Hause. Mal schön einkaufen. Dass er Ditz. Ditz baut erstmal zu Ende. Und Thomas hilft ihm. Sehr schön. Ditz und Thomas, hier beste Kumpels, unterstützen sich gegenseitig. So muss das sein. Ach, 22 Menschen aber schon. 15 Erwachsene, 7 Kinder. Also, wir sind hier immer fleißig am Hökern. Sobald wir hier eine Hütte haben, jetzt los, da werden dann gleich die Kinder gemacht hier. So, oh ja, Werkzeuge haben wir auch schon, dann können wir. Hier sind noch 4 drin. Na, wir lassen die mal abarbeiten hier. Den haben wir rausgeholt, war den Arbeiter hier? Ja. So. Lassen wir mal den Rest hier noch verarbeiten, dann können wir die ja auch abziehen. Können die sich anderen Aufgaben widmen. Und. Wir können denen schon mal den Auftrag geben, dass wir für nächstes Frühjahr Gemüse anpflanzen. Müssen wir hier nicht unseren Tierbestand runterrackern. Sie hat jetzt hier alles schön einfrieren lassen. Schöne Wurst. Na toll, Inge. Na toll. Hätten wir YouTube brauchen können. So, ist hier noch was drin? Ja, zwei noch. Zwei Erze noch, dann arbeitet ihr da noch zu Ende. So, ein Arbeiter mal über. Ja, mit dem Marktständen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also die Versorgung ist ja anscheinend ja trotzdem, auch wenn hier keiner steht. Oder? Let's go, people! Na, mal gucken. Schicken wir einen ran. Aber. Jetzt war ein bisschen überfüllt. Oh, jetzt holen sich ja ihr Fleisch ab. Also anscheinend sind die ja doch irgendwie wichtig, die Stände. Die Marktstände. Das ist ein riesen Marktplatz und nur drei kleine Stände hier. So. Was sagt unser Eisen? Was ist da draußen? Ne, immer noch zwei. Try building hunting camp if you have wild animals. Oder Fracker hat für Berries. Bären haben wir nicht. Wir sind Jäger. Wir sind keine Sammler, wir sind Jäger. Food und Fuel. Oha, oha. Rechnen nur für einen Monat. Unser Essen? Wieso? Wir haben 48 Essen. Verstehe ich nicht. Wir haben einen, der hier arbeitet, der das hier raushebt und von da holt. Also ich habe verstanden, man braucht hier einen drin, dass der das hier abholt. Und dann bringt er das hier hin und hier braucht man einen, der das verkauft. Obwohl der ja keiner ist. Okay. Wir verarschen uns hier. Wo ist eigentlich die. Nee, die war das nicht. Die hier Gemüse anbauen sollte. Das ist alles weg, alles eingefroren. Na toll. Hoffen wir mal, dass er im nächsten Frühjahr das ein bisschen rechtzeitig anpflanzt. So. Pantry Limit reached. Pantry. So. Ich weiß nicht, was hier.
Achso, okay, da die Fälle, die wären ein bisschen viel. Und hier ist nicht übermäßig viel. 6 von 50. 2 von 50. Ist jetzt hier eigentlich alles raus? Ja, sehr schön. So, jetzt hast du noch zwei Erz rumliegen. Wenn er damit fertig ist, dann ziehen wir den auch ab. Dann kann er sich auch wichtigeren Aufgaben widmen. Weil, dann können wir jetzt im nächsten Frühjahr vielleicht mal ein bisschen Richtung Ackerbau gehen. Da mal ein bisschen was anbauen. Dass wir hier unsere Tierbestände ein bisschen schonen. Und da können wir mal gucken, wo wir da gute Voraussetzungen haben. Gut, gerade da, wo ich eigentlich bauen wollte, ist es nicht so schön. Es ist orange. Hier drüben. Oder hier hinter den Häusern. Ist das ja richtig grün. Machen wir zur Not hier hinten. Dann machen wir hier den Acker. Den bauen wir da an. Sinnvoll, sowas vielleicht vorher zu überprüfen, bevor man sich den Plan macht hier. Aber naja. So, spulen wir ein bisschen vor. Gucken, wie sie jetzt hier durch den Winter kommen. Das mit dem Futter verstehe ich nicht. 40. 40 essen. 38. Das geht langsam runter, ja. Aber wir haben noch einen Jäger. 35. Wieso jagt er nicht?